Es ist stickig, warm und vor allem staubig. Die ideale Heimat von Millionen Milben. Im Keller des Rheinbeker Unternehmens Allergo Pharma werden die Spinnentierchen in vielen kleinen Terrarien gezüchtet. Die etwas ungewöhnliche Zucht ist Grundlage im Kampf gegen eine der lästigsten Allergien, die der menschliche Körper entwickeln kann, die gegen Hausstaubmilben. Denn auf diese reagiert das Immunsystem besonders stark. Allergene lösen beim Patienten eine Überreaktion aus. Um die Allergie später effektiver bekämpfen zu können, wird zur Extraktion wichtiger Inhaltsstoffe ein sogenannter gereinigter Milbenkörper genutzt. Daraus werden dann Allergenextrakte zur Behandlung des Patienten entwickelt. Durch diese Konfrontationstherapie wird das menschliche Immunsystem langsam an den Allergieauslöser gewöhnt und somit resistent. Dieses Verfahren wird Hyposensibilisierung genannt. Die Erfolgschancen liegen bei einer einzelnen Allergie bei über 90%, bei Mehrfachallergien zwischen 70-80%. Allergo Pharma ist spezialisiert auf die Diagnostik sowie Behandlung verschiedenster allergischer Erkrankungen und bietet viele Allergenpräparate an. Neben den Hausstaubmilben sind da auch noch Wirkstoffe gegen Weizen, Birke, Gräser, Katze, Schimmelpilz, Hamsterhaar oder eben Hühnerei. Eine kunterbunte Mischung. Mehrere Injektionen über 3 Jahre zur dauerhaften Hyposensibilisierung sind nötig, wobei der Effekt schon nach einem Jahr eintritt. Doch wer durchhält, hat gute Chancen, wieder frei atmen zu können oder sich beruhigt ins Bett zu legen. Und das trotz Milben und Co.